Servus, meine Lieben. Nachts auf Torrigoth killen wir den Leolaikos bei Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Hätte den Kampf etwas später initiieren sollen, dann kann man nämlich schneller laufen. So. Nein, ihr seht auch richtig, ihr habt nichts verpasst. Das ist nach der letzten Folge, ich weiß nicht mehr, Folge 9 oder sowas. Natürlich hast du wieder verfehlt. Ich habe offscreen, neben sehr viel Bergungstauchen, habe ich viel Tiger Tiger gespielt. Ich habe die Stadt auf den höchsten Entwicklungsstand gebracht, den sie haben kann, weil ich sehr viel, ja, Zylinder gekauft habe. Und sehr viel Material verkauft habe. Ich habe momentan knapp unter 300.000 Gold. Und ich habe um die 30.000 Ätherkristalle gefahren. Ja, das ist vielleicht etwas viel, aber nein, auf lange Sicht ist es nicht etwas viel. Ich bin vor allem mit der Kohle noch lange nicht am Ende. So, aber erst einmal killen wir die hier, weil ihr erinnert euch vielleicht, dass die gute Hyra auf ihrem Talent. Auf ihrem Talentring hat sie eine Fähigkeit, die wir dadurch freischalten können, indem wir, ich glaube, 6 von den Lykosen vernichten. Dann müsste der 6. gewesen sein. Und wir kriegen sogar. Ah, das war den Harmonieerfolg. Brandnova. Nicht den richtigen. Falschen Knopf jetzt gerade drücken. Also, ihr seht, unten haben wir über 290.000 Gold. Ja, die werden auch wieder schnell weg sein. Sehr schnell weg sein. So. Dann haben wir hier, genau, das eine hat sich etwas früher freigeschaltet, das fehlt noch, was brauchen wir da? Ah, noch zweimal die Stufe 2 Technik. Okay, hätte ich jetzt gerade vielleicht einsetzen sollen. Und das haben wir jetzt soweit erledigt. Ich bin in der letzten Folge, das hatte ich dann auch rausgeschnitten, weil das nicht viel gebracht hat, sehr schnell über Poppy hinweggestiegen beim Erklären. Und ich habe gedacht, da schneide ich raus, das holen wir jetzt ein bisschen nach. Also, die gute Poppy. Oh, wir haben schon was anderes. Freigeschaltet. Sehr, sehr gut. Auch eine Harmonietugend oder. Ach Quatsch, Empathietugend oder wie das heißt. Also, Poppy, ihr seht das eventuell, wenn ich jetzt kurz drüber gehe. Notfall-Block-Modus bedeutet, sie bekommt einen Block-Boost, wenn ihre Lebenspunkte kritisch sind. Ich glaube, 30% steht da. Ich glaube, das geht bis 60% sogar hoch. Klingt soweit relativ viel. Ist aber, glaube ich, nur ein. Es ist ein Bonus, der in die Kalkulation nicht so viele Auswirkungen hat. Im Gegensatz zu der Schutzhaltung, die einen, auch wenn das relativ wenig, nach relativ wenig ausschaut, aber das ist ein Basisbonus, der auf den Basiswert hinzukommt. Und dieser Basiswert wird immer als Grundlage für weitere Kalkulationen und Boni, die multiplikative Art sind, herangezogen. Von daher ist das schon ziemlich nice. Und das hier ist ein, ja, ein starrer Schadensreduktionswert, sowohl für Aether und für physische Angriffe. Also für grundsätzlich, glaube ich, weiß nicht, ob es noch mehr Schadensarten gibt. Ich wüsste jetzt nicht. Deswegen, ja, bis zu 10% nochmal weitere Schadensreduktion dazu. Und da sieht man schon vielleicht, dass Poppy nicht unbedingt die Schadensmacherin vor dem Herrn ist. Was durchaus schade ist, auch wenn sie ein Tankblade ist, weil Aggro wird, ja, sehr stark vom Schaden, den man verursacht, halt abgerechnet oder dadurch errechnet. Wodurch auch für Tankblades gilt, je mehr Schaden sie machen, desto besser ist das eigentlich. Über die Techniken hier muss ich nicht allzu viel Wert verlieren. Die erhöhen halt den Schaden der entsprechenden Stufe der Klingentechnik. Stufe 1 Technik, Stufe 2 Technik, Stufe 3 Technik. Und hier haben wir die Field Skills. Also Sprungkraft, um ja Sprungkraft-Checks mitzunehmen. Mein Gott, ich kann gerade irgendwie so schlecht reden. Das erhöhen wir, indem wir, was war das noch, Lieblingskategorie, Instrumente in Items in die Tasche von Thora packen. Und hier müssen wir mit Nopon sprechen. Das könnte ich jetzt schon machen, machen wir aber ein bisschen später. Das ist nämlich, sag ich später noch ein kleines bisschen was dazu. Ihr seht, im Gegensatz zu Pyra hat Poppy keine Möglichkeit Hilfskerne oder kein Hilfskernmenü. Dafür hat sie Poppyfikation und das macht sie sehr unikat, weil sie sehr konfigurierbar ist, sagen wir es mal so. Ihr seht vielleicht schon, dass ich hier ein paar Punkte reingesteckt habe, für die, die das Spiel schon kennen, was ich gemacht habe, als ich kurz hier drüber gerutscht bin. Aber nichtsdestotrotz, ich jetzt noch mal ein bisschen in etwas mehr Ausführlichkeit. Ihr seht auf der rechten Seite eine, ja, Leisten mit 195, 350. Das ist ihre Kapazität, ihre Ätherkapazität. Und über Energiewandler kann ich jetzt dort Ätherkristalle reinstecken, um ihre maximale Kapazität zu erhöhen. Wenn ich das jetzt mache, das kostet jetzt 400, dann erhöhe ich ihre Kapazität um 50.
Und wenn ich jetzt nochmal Punkte reinstecken möchte, ist das gleich teurer. Je mehr ich reinstecke, desto teurer wird es. Deswegen, und das ist einer der Gründe, weswegen 30.000 Ätherkristalle, ja, heißes Wasser auf dem, kaltes Wasser auf dem heißen Stein sind. Wobei, heißes Wasser würde schneller. Also, das ist auch egal. Dann haben wir den Rollenprozessor. Da, oh, die Sachen kommen auch von Tiger Tiger. Von daher, ich habe hier ehrlicherweise danach, nachdem ich so viel Tiger Tiger gespielt habe, nicht wirklich reingeguckt. Ich habe sogar Panzermodus 3. Hört, hört. Das bedeutet im Vergleich zu 1, der, oh, das sind jeweils 5 Punkte mehr. Ja, das nehme ich doch. Seht auch, das kostet gleich mehr Kapazität. Wir können über diesen Rollenprozessor nicht nur unsere Defensiv- oder bei anderen Rollen noch andere Werte verbessern, sondern eben auch die Rolle von Poppy festlegen. Denn sie kann sowohl Heilung, kann sowohl Tank, kann sowohl Angriff. Aber das ist am Anfang, ich weiß gar nicht genau bis wohin, weil ich habe sie bis jetzt immer nur als Tank benutzt, stark eingeschränkt auf Tank. Weil das ist die Rolle, die uns jetzt insgesamt halt noch fehlt, wenn wir Nier noch in der Gruppe hätten. Elementkern. Poppy ist eine Klinge, die dem Erdelement jetzt gerade zugeordnet ist. Wenn wir andere Elementkerne hätten, könnten wir ihr auch ein anderes Element einstellen. Was in Zukunft sicherlich nicht verkehrt ist, je nachdem, was für Gegnern oder Bossen wir zu tun haben. Technikkarten sind passive Boni, die Auswirkungen auf, glaube ich, die Techniken hat. Also die Waffenfertigkeiten, die Tora benutzen kann, wenn sie Poppy, wenn er Poppy verwendet, nicht sie. Ich sehe gerade Systemneustart. 3 habe ich sogar mittlerweile. Systemneustart hebt erlittene Schwächungen auf. Das ist sehr, sehr gut für einen Tank. Deswegen nehme ich hier gleich mal die Stufe 3. Man kann hier nur eine Trefferkarte, nicht Trefferkarte, wie komme ich drauf, eine Technik benutzen. Oder ich könnte jetzt nicht gleichzeitig eine Systemneustart 3 und Systemneustart 2 Karte hier einsetzen. Also das seht ihr gerade. Ansonsten habe ich, glaube ich, nur Trefferrate. Ja, das passt dann. Talentram ist, wenn ich das richtig verstehe, das Äquivalent zu Hilfskernen wie bei Pyra beispielsweise oder den anderen Klingen, die wir benutzen können. Und das Interessante am Talentram ist, dass diese Fähigkeiten, die wir hier haben, nicht darauf beschränkt sind, was auch Hilfskerne können, die wir finden können, sondern da können auch Sachen dabei sein, die andere Klingen in ihrem Talentkreisen drin haben. Ich muss gerade mal gucken, was habe ich hier eigentlich ausgerüstet? Wie gesagt, ich habe hier ein Arsch voll Zeug. Technikeröffnung. Achso, erhöht den Schaden der ersten Meistertechnik. Ja, das ist vielleicht ganz nett, aber ich weiß gerade gar nicht, kann man das hier so. Ja, man kann das sortieren, dann mache ich das doch mal. Angriff, Angriff, Angriff ist gut. Raumkämpfer 3 erhöht den Schaden, glaube ich, in, wenn wir uns in Räumen befinden. Was, glaube ich, für das, was wir heute machen. Hat das funktioniert? Das, was wir heute machen wollen, glaube ich, auch das Richtige ist. Ja, hat funktioniert. So, und hier haben wir Spezialtechnik-Ramps. Und diese Sachen haben eine andere Hintergrundfarbe als die hier oben. Das bedeutet, die sind nicht freigeschaltet. Was müssen wir machen, um sie freizuschalten? Kaufen, 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 kaufen! Da ich das habe, ja, 1000, 1500 und 2000. Und das ist jetzt freigeschaltet. Hier können wir jetzt Spezialtechnik-Ramps reinstecken. Das sind, soweit ich das richtig verstehe, sind das Verbesserungen für die Klingen-Spezialtechniken. Also das, was ich mit den normalen Techniken auflade, um das in eine Klingentechnik aufzuladen. Also der Elementangriff. Das verbessere ich hiermit. Und ich glaube, da ist Frontalangriff gar nicht mal so verkehrt, den ich hier habe. Und jetzt sind wir langsam am Ende der Kapazitätsgrenze angelangt. Dann haben wir noch Erweiterungstalente. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das schlicht und ergreifend das gleiche wie ein Talentram. Wir haben also dann zwei weitere Slots. Ist aber arschteuer. Kostet 6.000. Kostet 10.000. So, und jetzt habe ich weniger als ein Drittel, als womit ich heute angefangen habe. Und ich bräuchte mehr Energiewandlung. Aber ich möchte Poppy jetzt nicht zum krassesten Element dieses Planeten machen. Von daher lassen wir das erstmal. Zusätzlich haben wir hier noch dieses Buchmenü. Damit können wir Bauteile für Poppy herstellen. Beispielsweise den eben erwähnten Rollenprozessor. Also ich könnte jetzt hier, Ether-Modus ist, ja, ihr seht es unten, Heilung, der Heilungsmodus. Also ich könnte sie auch zum Heilerblade machen. Ich könnte sie zum Agilitätstank machen, zum Ausweichtank. Glück ist ja Heilung, auch Heilung. Wird halt oder modifiziert halt den Glückswert relativ stark. Panzermodus ist das, was wir gerade verwenden. Da habe ich aber schon Stufe 3. Und Präzisionsmodus gehört halt zum Angriff und Schubmodus auch. Ich weiß jetzt nicht genau, was da der Unterschied ist. Habe ich mich nicht in der Tiefe mit auseinandergesetzt. Ihr seht auch, dass hier nur relativ wenige Elemente freigeschaltet sind. Die meisten werden durch Anleitungen freigeschaltet. Ich glaube, es gibt 5 Stück davon im Spiel verteilt.
Habe ich nie gefunden, bis auf eine, glaube ich. Und ja, das bedeutet insgesamt, dass ich hoffentlich dieses Mal alles soweit finde. Und deswegen habe ich Listen. Unter anderem. So, aber wir wollen ja noch eine Rettungsaktion zumindest heute starten. Aber bevor wir das tun, ich habe Poppy, wie gesagt, noch nicht mit einem Splitter versehen, die ich jetzt gerade im Inventar habe. Ist, glaube ich, ein relativ guter dabei und einer nicht so guter. Ich guck mal eben nochmal nach, was wir denn einkaufen können. Das habe ich schon 10 Minuten hier wenig Aktion erbracht, von daher. Was ich an dieser Stelle sagen möchte, mir ist bewusst, dass ich jetzt mit dem Setup, das ich habe und den Fähigkeiten, die Poppy hat, kriege ich mindestens 2 ziemlich starke. Moment, einmal das Richtige einstellen. 18, 27. Ja komm, Flügelsplitter. Ah, das ist der, den ich im Inventar habe. Da habe ich noch einen übrig. Den will ich auch direkt hier einsetzen, um sie zu verbessern. So, hätten wir das erledigt. Dann möchte ich noch einen weiteren Hilfskristall fertig machen für Pyra. Moment, ich hatte mir eben irgendwas ausgesucht. Ich weiß jetzt gerade, war das Technik. Nee, das war nicht Technik. Das war Angreiferbande, glaube ich. Genau, erhöht Harmonie bei selbstinitiierten Kämpfen. Kriege ich das? Ja, das kriegen wir. Wir haben Bärglöckchen. Dann. Gut, dass ich ein paar davon habe. Gut, setzen wir das noch bei ihr ein und den richtigen Knopf drücken. Ich mache das später, mache ich das offscreen, aber ich lasse mir nur zum Verfestigen, dass ihr das auch mal gesehen habt. Also, das sind die Hilfskerne. Ne? Diese Begriffe hat man wie Lucy und Elsie und Elsid und was auch immer aus Final Fantasy 13. Dauert es ein bisschen, bis man das Intus hat. Moment, Musikinstrumente. Gucken wir mal, dass wir den lieben Tora davon etwas kaufen. Na, 3, 5. Ja, kaufen wir 3 Stück davon. Weil meine Items gehen langsam auch zur Neige. Was haben wir sonst noch hier? Da ist Fisch. Ich habe mir momentan ein bisschen Fleisch eingekauft, weil ich beim Bergungstauchen ja auch Feinde besiegen muss. Manchmal, die mit hochkommen. Und ne, Fisch reduziert nur Ätherschaden. Was eigentlich ziemlich gut ist, sind Nachtische. Aber sonst hole ich mir hier mal einfach was zu trinken. Ich glaube, Fraternity ist Pyras Lieblingstee, das auch entsprechende Auswirkungen hat, aber das kriegen wir, glaube ich, erst später. Gruppenleiste muss auch nicht verkehrt sein. Also, ich gebe hier ordentlich Kohle an. Ich glaube, ich sollte aber auch lieber wieder die Musikinstrumente eigentlich nehmen, weil die Spezialleiste erhöhen, das ist alles andere als verkehrt. Sondern ziemlich gut, wenn ich das so sagen darf. Damit müsste ich jetzt meine Vorbereitung erstmal fertig haben, sodass wir uns auf den Weg machen, unsere Rettungsmission zu starten. Ich hatte eben, glaube ich, das schon erwähnt zu den Splittern, die ich noch finden könnte. Aber das wäre damit verbunden, dass ich hier unter anderem auf Torrigoth die richtige Schatztruhe finden muss. Ich habe eine Karte, ich weiß ungefähr, wo es ist, wo ich lang suchen muss, aber das machen wir dann gesammelt. Geht mir jetzt nicht darum, zu jedem Zeitpunkt das stärkstmögliche Setup zu besitzen. There is Titan Warship. Hmm, quite the impressive Titan. Another sign that Mor Ardain is readying once more for war with Uriah. Look, that route goes right to the ship, just like Pyra said. Yes, yes. We should be able to climb down over here. Let's go. Okay. Off we go! Understood. Yeah, das A-Team to the rescue. Moment, da vorne, oder? Ich bin schon wieder verwirrt. Es darf doch nicht wahr sein. Ah, da vorne. Wir verlassen nämlich jetzt so langsam den Bereich, den ich, ja, so ein bisschen vorbereitete. Wo ich noch mal ein bisschen reingespielt hatte, damit ich so ein bisschen weiß, wovon ich erzähle und mich ein bisschen wieder an die Steuerung gewöhne, was so gut funktioniert hat, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich weiß genau. Ich vertue mich immer mit dem Kartenknopf und den anderen Knöpfen. Ich weiß auch nicht, ob die Tür hier jemals aufgeht. Ist vielleicht mit einer Nebenaufgabe verbunden. Vielleicht ist es auch nur Deko. Ich glaube, hier ist... Zumindest wüsste ich nicht, dass hier noch irgendwo ein Schatz auf dem Weg nach unten ist. Es gibt hier hauptsächlich mehrere Dinge, wo wir Items einsammeln. Also diese Sammelpunkte für Items, die wir einsammeln können. Ja, bitte vorsichtig, wir brauchen keine Plattfüße, wenn wir das Schiff gleich besteigen. Oho, sehr schön. Insekten. Das ist, glaube ich, auch nicht Dromarks Domäne. Von daher tut es mir nicht leid, gerade, dass er nicht dabei ist. Auch wenn uns, wie gesagt, ein bisschen die Heilung fehlt, aber mit den extremen Offensivkräften, die wir gerade mit uns herumtragen und rumrollern, müsste das
hoffentlich ganz gut funktioniert. So. Fahm, ich hab das in der Realität auch so ist, dass bei solchen wichtigen Stellen hier nie Wachen rumstehen. Andererseits kommt man auch mit ziemlich viel Scheiße durch die Sicherheitsanlagen an gewissen Flughäfen. Von daher, das ist also alles sehr realistisch. Muss man da drüber springen? Alles ein bisschen weit hier. Aber schauen wir uns das doch mal aus der Nähe an. Looks pretty high. Give me a moment. Fast wie Batman. Ja, das ist das Arschloch des Schiffes. Pyra, you first. I'll pull you up, so hold tight. So heavy. What did you say? Yow! Now look here, Rex. You can't just go and call a lady heavy. Oh, Rex, a little tactless. Sorry about that. I guess I was just surprised. No, it's not your fault. She heavier than Tora for sure. But that just means Pyra grown to impressive height. It is good thing. Pyra should be proud. Poppy, pull Pyra up. Please, grab again. Nice, Poppy. Poppy, artificial blade. This is no problem. Poppy could lift Gonzales if necessary. Da wird sie noch größer, als sie eh schon ist. Oh. Und der Ballastwasserablauf, ist wirklich das... Oh, der Urinkanal des Schiffes. Yeah! Endlich sind wir hier. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich kriege es einfach nicht raus. In anderen Spielen ist das Hauptmenü. So, nochmal. Wir gucken uns nochmal... Wollen wir mal gucken. Wir haben das lecker Steak. Was bringt das nochmal? Physischer Schaden minus 3%. Nee. Wobei Gruppenleistenanstieg ist jetzt eigentlich auch nicht so extrem geil. Dann lassen wir das Steak erstmal da. Das nehme ich dann woanders mal. So, das hölzerne Alphorn. Yeah. Sehr gut. Wenn wir jetzt noch ein zweites reinstopfen würden, das wir könnten, könnten wir die Technik oder diese Fähigkeit von Poppy jetzt schon direkt freischalten. Aber nein, wozu denn auch? So, wir machen jetzt erstmal das Vieh. Wir fegen das Vieh an. Von dem Antlitz dieses Schiffes. Erinnert mich tatsächlich jetzt wieder so ein bisschen von... Hallo? Bitte ein bisschen Rettung für den Rex. Auf das... Ich habe dich eben verbessert, damit du mir hier die Aggro wegnimmst. Was ist los mit dir? Meine Güte. So, zum Glück ist es empfindlich gegen... Ja, dann legen wir direkt mal mit dem Special weiter, damit der Gegner nicht mehr so ganz lang. Oh. Achso, was ich auch noch sagen wollte, man kriegt auch als Drop-Loot von Gegnern, von manchen, ich weiß nicht, vielleicht sogar von allen, kriegt man auch in seltenen Fällen Kernkristalle. Und da ich diverse Gegner besiegen durfte beim Bergungstauchen, habe ich ein paar Kernkristalle eingesammelt. Aber die werden wir noch nicht sofort einsetzen, sondern etwas später. Und dann mal gucken, ob wir vielleicht dabei schon ein bisschen Glück haben. Ich dachte, ich wäre da ein bisschen drüber erhaben, aber dieser Wundertüten-Effekt ist also für sich schon etwas, wo ich mir denke, ich freue mich schon, dass ich das wieder Dinger öffnen kann. Okay. Wegfrei. Deswegen sind meine Level auch ein kleines bisschen höher als am Ende der letzten Episode. Ich gebe nicht viele Erfahrungspunkte, die ich da bekam, sondern halt eher wenige. Aber die Menge macht's dann halt. Und von daher möchte ich das so ein bisschen von Folge zu Folge auch begrenzen, was ich dort an Bergungstaucheinheiten an den Tag lege. Mann, so richtig krass überleveln ist damit nicht wirklich drin. Auch wenn ich jetzt sehr viel Kohle eingesammelt habe damit. Aber trotzdem,
ein kleines Zünglein an der Waage kann das dann durchaus schon sein. Bei Level-Ups steigen dann auch die... All in one piece. Oh. Okay. Oh, hi guys, hi Männer, auch auf der Durchreise. Ja, sehr schön. Mit dem... Achso, jetzt greift wieder durch an. Was interessant ist, ihr seht es, Humanoide haben verglichen mit normalen Gegnern, und wenn es auch kleine Hasids sind, irgendwie deutlich weniger Hitpoints. Ich habe keine Ahnung, ob wir Menschen Loser sind insgesamt, ob das hier... eine versteckte Botschaft sein soll. Oh, das Taschen-Item ist weg. Aufgefüllt. Das bedeutet, das vorige Item ist verbraucht. Und hier kommt nämlich. Fark! Verdammt! Da ist nämlich ein Item! Das weiß ich jetzt! Aber dann müssen wir fürchte ich erstmal hier durch den Luftschacht. Ah, ein Skillcheck. Poppy Power! Ja, praktisch. Zufällig kommen wir nur mit ihrer Hilfe hier rein. Nice. Wir müssen in diese Richtung. Ich, boah, da geht's nicht weiter, oder? Ja, ich kann ja erstmal hier reinlaufen. Mein Gott, ich werde davon schon nicht sterben. Masterpon, Poppy can feel there is a blade in the vicinity. Oh, but how can Poppy tell that? Unclear. Poppy feel other blade like wave in air. Huh, I'm not sure I get it, but maybe Dromark is nearby. Let's try opening up some of these doors. I didn't hurt anyone, did I? Everyone check your eyebrows. I'm sorry. It's hard to judge the power sometimes. Pyra. Rex. Dromark. It's good to see you alive. It very good! See, Masterpon? There was a blade here. Master Titan, and forgive me, but who are they? Eigentlich müsste jetzt schwarz sein. Dromark, we don't have much time. Do you know where Nia is? But of course, we are in residence after all. I feel her presence. Then let's go. We can't let her get executed. Indeed. This way. Hm, wenn doch, hätten wir eine neue Klinge für uns. Für uns ganz allein. Ha, verdammt. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Wie heißt es doch gleich? Mal hier Schätze von den Karten abzuhaken. Yay! Hattest du hier irgendwas? Ah! Oh, doch, noch ein Schatz. Was haben wir drin? Oh, haben. Wir bekommen eine Infanterieweste. Moment, nicht auf den falschen Knopf drücken. So, ich erinnere mich, dass es aber einen Schlüssel gibt, den wir hier finden können. Infanterieweste. Habe ich dir eigentlich irgendwelche Items hier angezogen? Ah, ja, habe ich. Und zwar die Nopon-Matte. Und ich glaube, die hast du mitgebracht. Und die Panzerkamee regeneriert mehr Heilung, außer bei KP-Kapseln. Wir haben keine andere Möglichkeit, da was zu tun. Ah ja, und ich habe Muskelgürte in höherer Qualität finden dürfen. Und zwar beim Bergungstauchen von manchen Gegnern. Was habe ich denn sonst noch hier? Ja, es ist immer so schön sortiert. Das hat die Hasid hat mit Erinnerungsmedaillon. Verhindert Harmonieverlust bei Kampf und Fähigkeit. Ich glaube, mehr Hitpoints sind für dich jetzt gar nicht mal so verkehrt als Tank. Das nehme ich jetzt ein bisschen lieber hin, als ich etwas mehr Schaden durch den Muskelgurt mitnehme. Auch wenn das bedeutet, dass der Rex auch mal auf sein kleines kindliches Köpfchen draufkriegt. Ja, lass mal kurz hier reinschauen. Ja, lass mal eben. Verdammt, ich. Na gut, dann eben nicht. Könntest du bitte. Dankeschön. Ah, Opfer, kleine Lämmer, macht schön mehr. Wobei, ich könnte auch noch mal gucken, ob ich mittlerweile genug Talentpunkte und dergleichen. Ah, da kommt der Typ wieder. Oh, ein Rotgard. Ja, davon habe ich auch ein paar. Ja, Flächenschaden.
durch den Drillbohrerschild oder wie das Ding heißt, das selbst die Himmel durchbricht. Und das machen wir jetzt zu deinem Ende. Manchmal wünschte ich, dass viele Gegner, die meisten Gegner, einen entsprechend geringen Lebenspunkt geholt haben, wie die hier. Weil da geht das Durchschnitzel ein bisschen angenehmer, ein bisschen. Ist, glaube ich, optional, dass wir das Ventil abstellen, weil wir damit die nicht giftigen Gase, sondern diese Fontänen abstellen, wo wir Schaden kriegen, wenn wir durchlaufen. Und jetzt kommen wir hier durch. Können wir das machen? Aha! Abkürzung, open it! Na, noch eine Wache. Oh, Tora ist kurz zu einem Level ab. Es kommt. Es wird hier zu einer Situation kommen, das kann ich schon mal sagen. Da bin ich früher häufiger mal gestorben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich zu diesem Zeitpunkt schon ein paar... Oh, ein Kernkristall. Yeah, nice. Da habe ich schon etwas mehr Level und so weiter auf dem Füller gehabt. Glaube ich. Und vielleicht sogar bessere Ausrüstung. Von daher werde ich mal gespannt sein, wie ich mich da schlagen werde. ja. Ich mag uns auch. So, was haben wir hier? Kernkristall und Unterstützung 1. Ich glaube, Unterstützung war was ich der lieben Pyra schon als... Okay, doch kein Schaden. Verdammt, ich habe schon wieder vergessen, dass ich die Notifikationen von Online-Sachen hier mal ausschalten wollte. Die sind schon wieder respawned. Die Lutscher. Kurz hier schauen. Ich glaube, dann haben wir in der Ecke fast alles. Ein Item fehlt uns hier auf dieser Map noch. Habe ich ein Ventil übersehen? Ich muss ein Ventil übersehen haben. Dann mal schauen. Ah, verdammt. Achso, du stehst gerade schlecht auf der Treppe. Was, Cora? Ja, komm. Ich schieb die. Mein Gott, was kriege ich hier für Blut, ey? Da habe ich doch nicht mal Blutverbesserung. Lichtabwehr 1. Ach so, hier aber noch. Ha, ja, hier. Ich weiß gar nicht. Bin gerade nicht mal sicher, ob man einfach durchlaufen kann. Aber wenn ich es vermeiden kann, dann lasse ich's. Das hier ist Extra Gameplay Extraordinary Gameplay. Yeah! Wir machen alles. Wir nehmen alles mit. Wir bringen alles. Nein, wir bringen nicht alles um. Aber ich mag das Kampfsystem. Ja, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, insbesondere am Anfang, ist man... Ich hätte jetzt natürlich auch nochmal zurück nach Argentum reisen können. Da gibt es nämlich schon für... Zu Beginn des Spiels gibt es dort ein Taschen-Item, was die Recovery-Rate für unsere Techniken einen guten Schlag erhöht und sonst noch ein paar Buffs mit sich bringt. Das ist ein sehr, sehr großer Tipp, das zu benutzen. Aber ich weiß nicht, ist das für mich so für die Story-Kontinuität so eine Sache. So, lass mich mal kurz hier orientieren. Oh Gott, wo bin ich? Ich glaube, bin ich jetzt. Bin ich hier oder bin ich da? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Moment. Wenn das hier... Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich bin. Aber dann ist das Item, was ich hoffe, hier vorzufinden. So. Ich spiele jetzt ein bisschen mit Karte. Von daher bitte ich um ein bisschen... Ah, Moment. Hier ist eine Treppe. Die ist leider natürlich abschließen. Hier muss alles abgeschlossen sein. Wobei, ich muss jetzt nicht zwangsläufig alles umbringen, was hier rumreucht, keucht und fleucht. So, ich bin der neue Koch hier. Ich meine, die neue Köchin ist da. Hol mir doch bitte mal das Gemüse. Ja, Schatz. Bestimmt hier drin. Was haben wir? Geld? Mehr Geld? Wir müssen ein bisschen beeilen, sonst verschwindet das Zeug hier. Erdabwehr. Nice. Ich sage heute sehr oft nice. Eigentlich will ich das gar nicht. So. Dann gehen wir hier durch. So, lass mal kurz nochmal schauen. Tut mir leid, das wird jetzt ein bisschen krakelig. Mit, Moment, das geht auf. Das ist Master Senstar. Dann killen wir den ardenischen Offizier jetzt. Ja, die Armee ein bisschen ausdünnen. Falls ich das hier überlebe. Ist auch nicht verkehrt. Ja, cool. Ich bin der Meister des Stell. Nicht. So, und 3. Jawohl. Und fordere ich nochmal an, dass wir uns auf den hier konzentrieren wollen. Dann mach du mal ein Special Tora. Das war gut. Einer weniger. So, das nehme ich mit. Dann machen wir uns mal... kümmern uns mal um den hier.
Jetzt hätte ich mein Special stünden sollen. Das ist mal offen. Ja, nicht nur ein bisschen. So, wer ist der Nächste? Ich nehme jetzt einfach den oder diejenigen, die ich im Auto hier habe. Nice, Tora. Was für ein Tier. Ja, ich bin gerade froh, dass wir immer noch reduzierte Lebenspunkte, also nicht reduziert, aber dass wir ein paar Lebenspunkte weniger haben, als so das andere Kuppelgezücht, das wir so bekämpfen dürfen. Ah, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Manchmal wünschte ich, man hätte einen etwas größeren Aufnahmeradius für Sachen. So, Elektroabwehr. Und dann haben wir hier sozusagen mal den Rundlauf gemacht. Ach, das geht auf. Sehr schön. So, lass mich noch mal kurz schauen. Das bedeutet, wir wollen jetzt genau da rein, würde ich mal sagen. Geht das auf? Jawohl! Oh, scheiße, wir haben Köter hier. Die Krankenstation. Die brauchst du jetzt gleich. Ja? Der Medizinhund schlägt an. Was? Ach, ich liebe es. Ah ja. Einfach mal durch Türen kämpfen. Aber Fantasy. Alles Fantasy. Oh. Ja, ich wünschte, ich könnte daran. So, das ist wichtiger als dein Leben. Ich meine als unser Leben für den Club. Der Art Daneweiler. Wow, über 1000 Schaden. So, wir können auf Erde mit Feuer kontern. Das erweitern, aber das dauert jetzt zu lange. Deswegen machen wir einfach mal den Deckel drauf hier. Na, dauert das auch immer hinterher ein bisschen, bis sie ihre Waffen wieder in ihre Scheiden gesteckt haben. Oh, ein Splitter, ein Bronzesplitter. Geld, 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 Geld. Aber bevor wir hier ums Eck gehen. Ich hab schon wieder den falschen Klotter, Sester. Kann man das ummappen? I have a feature request. So, Charaktere. Und zwar ein Bronze. Oh. Das ist ja. Die Crit-Rate sinkt rapide, aber. Nehme ich. Nehme ich doch einfach mal mit. Und den Flügelsplitter können wir dann gleich noch, falls wir Nia irgendwann mal wieder kriegen, benutzen. Und jetzt schauen wir mal hier ums Eck. No doubt about it. That's the place. Who are you people? They're the terrorist friends. We are her friends, but I won't let you call her a terrorist. For boss time gegen die super extrem Wachen. Ja, wir nehmen erstmal den Kleinen hier zur Brust. Und erstmal Technik stärken. Nein, hat ihn weggeschoben hier. Verdammt! Genau in dem Moment. Lass mich hinter ihn. Ja, nochmal schön aufbauen. Und Stärke zeigen. Yes. Ja, jetzt kann ich jetzt auch nicht zu einem Seitentreffer kommen. Dann darfst du. Könntest du aufbauen, aufhören, nicht genau dann neu zu positionieren, wenn ich in der Lage bin, meine Positionseffekte gegen dich anzuwenden. Dankeschön. So, jetzt geht's weiter. Okay, was jetzt genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich gehe aber mal kurz hier Heilung einsammeln. So. Jetzt stehen wir relativ gesehen. Hoffentlich gut. Jawohl! Oh, ja, hier bin ich. Das ist die Stelle, die ich eben meinte, wo ich hier ein bisschen gestorben bin, manchmal. Aber vielleicht habe ich da wirklich keine Nebensachen gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Jin? You all right, Nia? Rex, you... My lady, apologies for my late arrival. Don't mention it. I didn't think anyone was coming at all. As if we'd leave you. Always help those who help you.
That's the second rule of the salvage's code. Well, that's you all over, ain't it? Rex, Rex! Tora has found escape route! Hurry, hurry! Anopon? He has been of some assistance. We made a new friend. Nice to meet you. Well, I think we've overstayed our welcome here. Time to get moving. Doch ob wir mit Nier neu im Schlepptau hier tatsächlich entkommen können, erfahren wir beim nächsten Mal. Zu den Rollen habe ich schon was gesagt, deswegen. Weiter raus hier. Wir haben den ersten Sicherheitsschlüssel erhalten. Dann macht's gut und ciao.